Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von World of Warcraft. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich ein kleiner, nichtsnutziger, dummer Idiot bin? Ich habe die ganze Zeit hier diesen Piratenhut im Gepäck, womit wir uns das Schiff rufen können und ich schwimme da durch die Gegend. Ich glaube, ich falle vom Glauben ab, ey. Unglaublich. Naja, dann können wir ja jetzt auf jeden Fall das Schiff rufen, wenn wir hier unter im Wasser sind. Machen wir das auch glatt mal. Ja, ich muss an die Wasseroberfläche, ist auch gut. Dann gehen wir an die Wasseroberfläche, sehr schön. Und da sind wir dann im... Das ist ja super, das ist ja sensationell, wie wir hier eine Sicht haben. Ist ja unglaublich. So, ich muss aber erstmal kurz gucken. Ich wollte jetzt eigentlich da erst hin. Da nach oben. Kann man nicht noch weiter wegscrollen? Ne, weiter wegscrollen geht natürlich an dieser Stelle auch gerade wieder nicht. Naja, der Kamerawinkel ist mehr suboptimal. Naja, aber was soll's, wir haben endlich unser Schiffchen, mit dem wir durch die Gegend fahren können. Soll mir recht sein. So, wo müssen wir denn hin? Hier sind Salzseemöwen oder keine Ahnung, wie die heißen. Und hier muss, da oben müsste irgendwo der Fritze sein. Können wir hier auch, ja, aussteigen können wir auch jederzeit. Dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal mit dem quatschen. Entschuldigung. Das wird auf jeden Fall jetzt auch die letzte Aufnahme sein in dieser Session. Denn so langsam muss ich mich dann auch mal ein bisschen vorbereiten, hier ein bisschen klar Schiff zu machen, bevor die Frau dann gleich wieder nach Hause kommt. Krasleys Augen leuchten auf. Ich habe Kravel Kohlebart hochgeschickt, um mit den Häuptlingen zu verhandeln. Aber jetzt, da ihr hier seid, werdet ihr die... werden wir die Bohrrechte im 0, nichts erhalten. Okay. Was haben wir denn da? Wenn wir die Bohrrechte erhalten wollen, müssen wir wissen, was für ein Angebot die Horde unterbreiten wird. Wir können die Bohrrechte nur bekommen, wenn unser Angebot besser ist. Der Vermittler der Horde, Rennstreckenleiter Zerin ist gerade vor Ort in Gesprächen mit den Khans. Ich schlage vor, ihr begebt euch auch dorthin und überzeugt Zerin davon, das Angebot der Horde auszuhändigen. Ihr müsst ihn nicht töten. Wir sind ja keine Wilden. Es reicht, wenn ihr etwas arg an seinen Nerven zehrt. Okay, das heißt, wo müssen wir denn da hin? Das Angebot der Horde. Interessant. Ach, da müssen wir da weiter nach oben. Okay, das kriegen wir auch hin. Da satteln wir doch einfach mal auf, um uns ein bisschen schneller zu bewegen. So, das sind die Khans. Da haben wir noch einen Questgeber. Quatschen wir mit dem auch nochmal eben schnell. Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Ein Worgen? Ihr seid wohl hier, um unser Land mit Süßholzraspelei und Versprechen zu stehlen. Ihr könnt mich nicht täuschen. Ich habe schon viele Wilden gesehen und weiß, wie man mit jemandem wie euch umgehen muss. Die Khans hören jedoch nicht mehr auf die Ältesten, wie sie es einst taten. Da ihr schon einmal hier seid, werde ich dafür sorgen, dass ihr euch nützlich macht. Als das Wasser über uns hereinbrach, hat der große Wassergeist Aquarian die uralte Kohlenpfanne in der Spalthufhöhle gelöscht. Entfacht die Kohlenpfanne wieder. Aquarian wird erscheinen, bringt mir die heilige Flamme. Okay, das kriegen wir hin. Wo ist denn jetzt hier der Fritze, mit dem wir quatschen sollen? Ist der das? Ach, das ist der sogar. Okay. Ich kann den sogar anhauen, okay. Das heißt, dann fackel ich den auch einfach mal ab. Wir wollen ihn ja nicht umbringen, hatten wir ja gesagt. Oder zumindest wurde uns das gesagt, dass wir den nicht umbringen sollen. Aua, 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 aua. Der mit seinem Schießgewehr da, lass das. Lass das! Stehlt das Angebot der Horde. Wie mache ich das jetzt? Das Angebot der Horde. Achso, der ist jetzt... Ja gut, wir haben es gestohlen. Gut, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir die Quest einfach nur wieder abgeben. Okay.
Gut, interessant. Interessant, interessant. Was haben wir hier? Wo müssen wir dafür hin? Ach du Scheiße. Nach da hinten müssen wir? Okay, nee, das, dann machen wir das erstmal noch nicht. Dann würde ich sagen, gebe ich hier unten erstmal wieder die Quest ab. Das ist schon ganz schön reingefuchse hier in die in das neue Gebiet von 1000 Nadeln. Also muss ich sagen, finde ich schon wenig sehr seltsam. So, was haben wir denn? Habt ihr das Angebot der Horde erhalten? Was bieten sie für die Bohrrechte an? Was? Woher hat die Horde so viel Gold für ein Angebot? So viel Gold haben wir nicht. Von so viel Gold, wie die Horde anbietet, können wir nur träumen. Crazy Bane, wir müssen etwas unternehmen oder wir laufen in Gefahr, die Bohrrechte nicht erhalten zu können. Oh, Moment. Eine der Unterwasseruntersuchungen, die wir nach dem Kataklysmus angestellt haben, hat von einer Art Erz berichtet, das wie Gold aussieht und vom Untergrund nach oben befördert wurde. Das ist die Idee. Reist zum alten Revier der Zentauren. Spalthufklippe und Spalthufhöhle westlich von hier und grabt etwas von diesem Material aus. Okay, das ist auch da hinten. Das möchte ich jetzt aber im Moment noch nicht machen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder nach unten und kümmern uns erstmal hier um die Freibeuter. Das hört sich doch schon mal nach einem Plan an. So, jetzt tauche ich wieder ab. Das ist sehr schön. Auf ins Boot und dann zu den Freibeutern. Das müsste ja dann da sein. Und dieser Kamerawinkel, der geht mir so dermaßen auf den Sack. Also das hätten sie echt besser machen können. Das hätte alles, ist ja total unschön, wie das hier jetzt aussieht mit dem. Sind wir denn hier überhaupt richtig? Ich weiß es gar nicht. Das gefällt mir einfach gar nicht, so vom Kamerawinkel her. Wie kommen wir denn hier jetzt? Müssen wir hier hoch oder wie? Müssen wir mal eben gucken. Doch, wir müssen hier irgendwie hoch. Und ich sehe gerade, wir müssen, glaube ich, auch die Freibeuter hier kaputt machen, oder? Tatsächlich. Ja, hauen wir die doch einfach mal um. Level 40 haben die schon. Gut, haben wir da schon mal einen weg. Haben wir ihn einfach mal mit unserem Stäbchen kaputt geklopft. Und jetzt gehen wir einfach mal nach oben weiter. Da haben wir auch die Quest mit dem gefangenen Goblin, glaube ich. Weil ich denke mal, das wird der sein. Was haben wir denn da oben rumfliegen? Was ist das denn? Ach, das ist ein Papagei. Das ist ja auch interessant. So, da oben haben wir die Kanonen, die wir verstopfen sollen. Die Musik gefällt mir richtig gut. So, machen wir den erstmal weg. Oder die machen wir weg und dann können wir uns um die Kanonen kümmern. So, auch wieder ein sehr schöner Crit. Was haben wir da jetzt bekommen? Oh, wir haben jetzt eine Trophäe bekommen. Ist ja interessant. Das ist auch die erste Trophäe, die wir überhaupt bekommen. Eine von 250 ist ja sensationell. Da müssen wir ja von dem auch wieder eine bekommen, wa? Ja, 2 von 250, da haben wir ja ordentlich was vor uns. Ohren, wir sammeln jetzt 250 Ohren. Sind wir der Bösewicht aus Universal Soldiers oder was? Wurde ja gespielt von Dolph Lundgren, der hat ja auch so eine Ohrenkette gesammelt. War übrigens ein super geiler Film damals gewesen. Damals, muss ich ganz ehrlich auch gestehen, ich stand schon so ein bisschen, was heißt ich stand? Ich fand Jean-Claude Van Damme super geil. Damals.
mir hat das immer ganz gut gefallen, so den seine Kampfkünste und sowas alles. Hat mir Spaß gemacht, dazu zu gucken bei den Filmen. Mittlerweile muss ich sagen, obwohl mittlerweile hört man auch im Grunde überhaupt gar nichts mehr von denen. Ab und zu hat er mal so einen 0815-Film dabei. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes. Wobei Replicant fand ich schon wieder ganz gut. Der Film war zwar jetzt nicht so unbedingt, was halt mit viel Action angeht, aber der hat schon nachdenklich gemacht, der Film. Muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich schon ganz cool. So, ich stehe hier ein bisschen ungünstig, die Kanone schießt immer direkt über uns weg. Ist mir aber egal, Hauptsache... Hauptsache, wir kommen hier weiter mit der Quest. So, haben wir das auch soweit? Jetzt haben wir da noch ein paar Kanonen. Und da ist auch irgendwo der Gefangene gleich. Was ist das denn für einer, der ist am Rumkotzen? Hat die zu viel gesoffen? So, weg mit dir. Fehlen noch 5 von denen und die Kanonen haben wir gleich alle fertig. Ja, 2 Kanonen brauchen wir noch. Das heißt, nur noch die und dann haben wir es. So, und da jetzt noch die restlichen von den Freibeutern hier platt machen. Sehr schön, haben wir den auch soweit platt. Das heißt, wir können jetzt hier rein, machen den Matrosen noch eben kaputt und dann können wir den Fritzen da rausholen. Und auf dem Weg nach draußen sollten wir eigentlich dann auch die Quest mit dem Töten fertig bekommen. Weil es sind ja dann nur noch 2 Freibeuter, die wir machen müssen. Sehr schön. Wieder ein bisschen Seidenstoff, ist auch okay. Was haben wir denn hier? Hey, holt mich hier raus! Tony Zweihauer, der Piratenadmiral, hat den Schlüssel für den Käfig und ist von Ogern bewacht, die ihr nicht töten können werdet. Witzel heult noch ein bisschen und schaut plötzlich nach oben. Man kann sehen, dass ihm eine Idee gekommen ist. Ich hab's. Was ist Piraten wichtiger als alles andere? Sogar wichtiger als Grog. Genau, Schätze. Sie hatten einst ein Schiff voller Schätze, das von einem riesigen Walhai versenkt wurde. Die Schätze sind überall im Illusionsschlund verteilt, nordwestlich von hier. Geht und holt die Schätze ein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Okay, das heißt, wir müssen unter Wasser die Schätze der Piraten suchen, dass wir dann von dem vielleicht den Schlüssel bekommen. Dann sind die Piraten ja eigentlich doch nicht ganz so böse, wenn er meint, dass wir, wenn wir dem die Schätze geben, den rauslässt. Naja. So, den haben wir weg. Jetzt holen wir uns die Tante da noch eben weg. Ach ne, komm, Quatsch. Wir holen uns den da weg. Ich gehe bewusst auf den, weil der hat Level 41, gibt uns Erfahrungspunkte und somit dann halt auch eines von den 250 Teilen, die wir brauchen für den Dunkelmond-Jahrmarkt. Hervorragend. Und sogar Magiestoff hat er uns auch gegeben. Super. So, das ist die tote Angestellte befreit, brauchen wir nicht. Grausame Trophäen. Wieso werden uns die grausamen Trophäen angezeigt? Ich verstehe es nicht. Die habe ich doch ausgeblendet, Mensch. So. Wir müssen jetzt... Was ist das denn hier? Da muss ich mal eben gucken, was war das? Ach, das war das da hinten. Wir müssen jetzt zur Nummer 5. Gut. Das heißt, wir können von hier aus doch eigentlich ins Wasser hüpfen, oder? Klippenspringer! Stage Diving! Ja. Hat ja funktioniert. Das hat ja hervorragend... Das hat ja echt hervorragend funktioniert. Voll aufgeklatscht, ey. In Wirklichkeit hätte ich mir jetzt alle Knochen gebrochen. Oh, Mann. Naja, was soll's. Ich
würde sagen, wir machen uns dann erstmal auf den Weg, da die Schätze zu bergen. Und dann ist auch die Aufnahmesession für heute schon fast beendet. 5 Minuten habe ich noch gut. Was haben wir denn da unten? Das sieht so seltsam aus. Ich glaube, wir steigen mal aus und tauchen dann mal eine Runde. Was soll das sein denn da? Das sieht sehr seltsam aus. Ist auf jeden Fall krass, wie tief wir hier schwimmen, tauchen können. Aber es hat mir damals auch schon ganz gut gefallen, so die Tiefen des Ozeans zu erkunden. Nur damals, muss ich sagen, hatte ich einen Paladin, damit ging das gar nicht so hervorragend. Und verdammt dunkel ist das hier. Wie, was verfehlt? Wollt ihr mich verarschen? Okay, jetzt müssen wir mal eben gucken. Wo war denn das, was jetzt gerade so komisch ausgesehen hat? Bin ich da jetzt schon... Ist das das da? Ach, das sind hier die Schätze oder was? Tatsächlich. Gucken wir mal. Jawohl. Hier ist wieder eine tote Schildkröte. Aber da hinten noch ein Schatz. Trotzdem finde ich gerade das Ding, was so komisch aussah, nicht mehr wieder. Oder war das einfach nur ein komischer Grafikfehler? Das könnte natürlich auch sein. So, das sind schon mal 4. Schwimmen wir hier weiter. Da sind wir noch. Ja, doch, da sind noch ein paar. Wir brauchen noch insgesamt 4 Dinger. Das heißt, hier ein, da ein, da ein. Dann fehlt nur noch der 4. Wo immer der auch sein mag. Aber ich staune ja echt, wie lange unsere kleine Raptor-Dame unter Wasser überleben kann. Schon sehr interessant. Was ist denn das? Was hat für eine Riesenschatten? Und von wo kommt der? Naja. Da haben wir noch einen Schatz. Schwimmen wir da mal hin. Ah, Entschuldigung. Sehr schön, haben wir die alle fertig. Das heißt für uns, wir können wieder zurück zu unserem Freund und versuchen, dem Kapitän die Schätze zu geben. Ach ja, jetzt ist mein Leerwandler wieder weg. Naja, was soll's, brauchen wir eh nicht so unbedingt. Jetzt zumindest nicht hier so unter Wasser. Krass, ist das tief. Juhu, wir sind wieder oben. Ich werd verrückt. So, wir kommen dich retten. So, jetzt beschwören wir uns mal eben wieder den Leerwandler. Beschwören uns das Pferd. Und reiten hoch zum Captain, wo wir dann hoffentlich die Quest abgeben können. Und ich bezweifle zwar, dass der den Gnom freilässt, aber versuchen kann man es, ja? Ach, wir müssen gar nicht zum Captain. Wir müssen erstmal hier mit dem Gnom sprechen. Okay. Oh Mann, habt ihr etwa schon alle versunkenen Schatzkisten? Oh, wie schön. Seht euch nur diese Beute an. Moment, bringt das mal näher heran. Diese Schätze sind alle nicht echt, aber die Knüppler im Unterschlupf werden den Unterschied nicht erkennen. So blöd
wie Oger sind. Hier ist der Plan. Ihr begebt euch in den Admiralsunterschlupf und verteilt diese Schätze an alle Oger, die euch über den Weg laufen. Dann müsst ihr euch nur noch um Tone Zweihauer kümmern. So bekommt ihr den Schlüssel zum Käfig in 0, nichts. Okay, das kriegen wir doch bestimmt auch hin. Wo müssen wir denn dafür hin? Das ist da hinten bei der Nummer 5. Das wird hier anscheinend hier im Gebäude sein, wa? Oder wo soll das sein? Wo sind überhaupt Oger? Ich habe bisher noch keinen einzigen Oger gefunden. Ja, wir müssen da irgendwo lang. Na gut. Aber gut, liebe Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich recht herzlich von euch. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und schaltet in 2 Tagen zum nächsten Part von World of Warcraft wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao!